21. Spieltag in der Regionalliga West. Borussia Dortmund empfängt den Wuppertaler SV. Die positive Nachricht auf dem Aufstellungsbogen: Patrick Osterhage feiert nach 18 Monaten Verletzungspause sein Startelfdebüt für den BVB. Unter der Woche gegen Oberhausen eingewechselt worden, einen Treffer erzielt, einen vorbereitet. Und zur Belohnung darf er heute von Beginn an ran. Schwarz-Gelb in den ersten 45 Minuten von links nach rechts mit Steffen Tigges, der Daniel Cibankiewicz im Gästekasten prüft. Er hielt den Vorzug vor Niklas Lübke. Insgesamt tauschte Björn Mehnert fünfmal im Vergleich zur 0:1 Niederlage gegen Bergisch Gladbach und musste nach 23 Minuten mit ansehen, wie Steffen Tigges den BVB in Führung bringt. Saisontor Nummer 12 für den Kapitän, der damit jetzt in 5 der letzten 6 Spielen getroffen hat. Erwischt Cibankiewicz auf dem falschen Fuß und macht das 1:0. Wuppertal auf der Gegenseite in den letzten 5 Spielen mit nur einem mickrigen Zähler. Das ist zu wenig im Abstiegskampf. Daniel Grebe mit der ersten Offensivaktion der Gäste nach einer guten halben Stunde. Ansonsten hatte der BVB das in Durchgang 1 über weite Strecken unter Kontrolle. Kurz vor dem Pausenpfiff Tigges mit dem Auge für Finnsson. Der 21-jährige Isländer kam zuletzt von der Bank, verpasst es hier, seinen Startelf-Einsatz mit einem Treffer zu krönen. So ging es mit dem 1:0 in die Kabine und das Team von Trainer Enrico Maaßen auch im zweiten Durchgang sofort wieder am Drücker. Kurz nach Wiederanpfiff der lange Ball in Richtung Finnsson, der den ersten aussteigen lässt und dann die Kugel knapp über den Kasten setzt. Der BVB näher dran am 2:0 als Wuppertal am Ausgleich und nach 57 Minuten dann auch der Arbeitstag von Patrick Osterhage beendet. Es war ein unauffälliger, für ihn kam Adai Erkan. Und Wuppertal machte sich immer wieder selbst das Leben schwer. Einfacher Fehler im Spielaufbau, der ebenfalls eingewechselte Ansgar Knauf mit Übersicht für Adai Erkan. Und der nach 71 Minuten zum 2:0. Das goldene Händchen von Enrico Maaßen, beide Joker stechen. Und für Erkan ist es gleichzeitig der Premierentreffer im schwarz-gelben Trikot, kam im Sommer aus Wiedenbrück und stellt nun die Weichen auf Heimsieg. Dortmund hatte nun richtig Gefallen gefunden an diesem Spiel. Tigges, der in der Mitte knapp seinen zweiten Treffer am heutigen Tage verpasst. Und auf der Gegenseite wartet Wuppertal weiterhin auf die Trendwende nach dem Trainerwechsel. Auch im dritten Spiel unter Björn Mehnert, der in Dortmund geboren ist, muss der Wuppertaler SV weiterhin auf den ersten Erfolg warten. Richmond Tachi in der Schlussphase nochmal mit der Möglichkeit aufs Dritte. Der BVB nahm zwar ein, zwei Gänge raus, war aber weiterhin trotzdem drückend überlegen. Schlussphase angebrochen, nochmal Steffen Tigges, 4-3 Situation. Der eingewechselte Tobias Raschel mit der Übersicht, Tigges für Ansgar Knauf und der zum 3:0 entstand. Der 18-Jährige vor knapp 2 Wochen an der Seite von Moukoko gegen Zenit St. Petersburg sein Champions League-Debüt für den BVB gegeben, setzt nun mit seinem zweiten Saisontreffer in der 88. Minute den Schlusspunkt auf diese Partie. Der BVB kann nach den beiden Unentschieden gegen Homberg und Oberhausen also doch noch gewinnen, auch dank eines bärenstarken Steffen Tigges. Erstmal sind wir glücklich, dass wir gewonnen haben. Es war ein hartes Stück Arbeit. Wuppertal hat es uns echt schwer gemacht, standen tief hinten drin, haben die Räume gut zugestellt. Das 1:0 gibt uns ein bisschen Sicherheit, hätten wir vielleicht auch noch das zweite Tor erzielen können, wenn wir ein bisschen zielstrebiger Richtung Tor gespielt hätten in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kommen wir dann nicht so ganz gut raus aus der Kabine, sind ein bisschen zu fahrig, nicht aggressiver Mann. Und ja, dann machen wir direkt mit der zweiten Chance das 2:0, das gibt uns natürlich Sicherheit und Aufwind und von daher, glaube ich, grundsätzlich ein verdienter Sieg, obwohl viel Arbeit dahinter steckt. Dortmund bleibt damit weiterhin oben dran in der Tabelle und hat am kommenden Dienstag die Möglichkeit, gegen die zweite Mannschaft aus Düsseldorf 3 weitere Punkte unter den Weihnachtsbaum zu legen.